September und Oktober sind eigentlich die Erntemonate im Jahr. Da wird am meisten Gemüse geerntet, sei es jetzt Rettiche, Bohnen, Erbsen, Tomaten, Gurken, Rosenkohl, Blumenkohl. All diese Dinge kann man sehr gut fermentieren, sprich einlegen und haltbar machen. Die halten oft viele Monate, wenn nicht sogar Jahre, wenn sie gut eingelegt sind. Ich habe mal mit einem Lebensmitteltechniker gesprochen. Der meinte, wenn man Sachmilchsäure gärt, das ist praktisch die beste Methode, immer etwas haltbar zu machen. Wenn man dem Ganzen nicht traut, dann kann man das nach Abschluss der Gärung noch für 5, 6 Minuten erhitzen auf 70, 80 Grad. Es reicht vollkommen aus, um einen bombigen Pasteurwert zu erreichen, kann man es sehr, sehr gut verwenden. Entweder roh, direkt aus dem Glas, als Beilage, oder man kann es auch zum Braten, zum Kochen verwenden.